Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen die wunderschöne Alpenmap Neu-Midibrunn und machen erstmal da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, mit unseren drei Aufträgen zur Ernte, und dazu nutzen wir unser Equipment. Aber auf der anderen Seite möchte ich euch jetzt auch schon mal was ankündigen, nämlich die nächste Live-Session, der nächste Livestream habe ich festgelegt für den kommenden Freitag, 20.30 Uhr hier bei mir auf dem Kanal. Wollen wir ein neues Projekt starten. Also es wäre super, wenn ihr dann ein bisschen Zeit habt, einschaltet zu Galgenberg 2.0 bei mir hier auf dem Kanal. Der gute Joey hat die Map ja nochmal ein bisschen umgebaut, nochmal ein bisschen verbessert, muss man einfach sagen. Noch besser gemacht, als sie sowieso schon ist. Und ist jetzt in der Version 2.0. Deswegen habe ich auch ein kleines bisschen gewartet. Und deswegen werden wir jetzt auch am Freitag damit starten. Die Galgenberg soll bei mir hauptsächlich dann im Livestream gezeigt werden. Und ich mache mir da gerade ein bisschen Gedanken, ob es auch klappt. Hoffe ich doch. Aber zukünftig immer dienstags und freitags möchte ich gerne mit euch im Livestream die Galgenberg hier auf der Konsole, auf der PlayStation 5 auf der PS5 spielen. Und ich glaube, da gibt es für den einen oder anderen was Interessantes zu sehen. Denn ein kleines bisschen anders ist es dann doch schon, habe ich schon gemerkt, also als ich das eine oder andere gemacht habe. Also, wenn ihr Bock habt mitzumachen, dann einfach kommenden Freitag, den 15. Wollen wir dann beginnen mit dem Projekt Galgenberg 2.0 Classic. Und Classic deswegen, weil wir starten praktisch mit dem Standardhof, der schon mal hervorragend ist, mit den Standardgeräten, und werden uns dann dort auf dieser Map, auf diesem Projekt, dann schön neu hocharbeiten. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr dann mit zuschaltet am Freitag zum Livestream hier bei mir auf dem Kanal. So, und bevor es bei uns hier auf dieser wunderschönen Map hier weitergeht, werden wir hier gleich in einen kleinen Zeitraffer einsteigen, und ich werde hier die zwei Felder dann fertig abarbeiten und ernten. Also, bis gleich wieder hier bei uns auf Neu-Midibrunn.
da sind wir also wieder hier nach dem Zeitraffer. Der Topliner arbeitet noch. Wir haben noch ein bisschen Rapsfeld hier zu ernten. Aber ich denke, den können wir jetzt hier mal so ein bisschen rennen lassen. Weil wir haben ja noch ein bisschen andere Dinge hier auf unserer Map zu tun. Ich muss auf jeden Fall noch das Grasfeld düngen, das wir bei uns hinterm Hof haben. Und deswegen springen wir da mal schnell zu unserem Fendt. Weil ich denke, der andere hier wird fertig. Das Ganze machen wir dann wieder mit unserer Mist, von dem wir ja noch jede Menge haben. Und ich denke, wir werden hier einfach mal ein bisschen hier zwischendüngen übers Grasfeld. Das sollte kein Problem sein. Und in der Zwischenzeit macht unser Topliner hoffentlich weiter und verdient Geld für uns als Lohner, als Lohnunternehmer wollen wir hier ein bisschen Kohle machen. So, und da ist unser Grasfeld. Dann werden wir ihn ja mal ausklappen. So, natürlich kommen hier wieder die Kollegen. Und Charlie ist auch unterwegs hier auf dem Feld und guckt nach dem Rechten. Ja, so soll's sein. So, ihr habt es gesehen, ein bisschen vom Material, vom Ertrag habe ich natürlich bei uns zu den Schweinchen reingeworfen. Deswegen auch Raps, das werden wir dann auch gleich machen. Ein bisschen von dem Ertrag hier abknapsen. So, Feld 21 ist zu 70% abgeschlossen, sehr schön. Ah, stopp mal. Wir machen mal kurz die Hilfe an, weil sonst wissen wir ja gar nicht, was wir hier rauswerfen und wie viel wir machen. Ganz kurz, okay, Stickstoff 45 von 50, ja, das ist okay, das bringt auf jeden Fall was. So. Und ab die Post. Sehr gut. So, jetzt habe ich ja letztes Mal gefragt, was wir mit dem ganzen Mist und so weiter machen können. Es gibt da wohl eine Art Pelletproduktion, beziehungsweise man kann, also ich habe auf jeden Fall eine Pelletproduktion gesehen, dass man aus dem Mist Pellets produzieren kann, aber man kann eben auch mit dem Mist, glaube ich, Dünger herstellen. Da bin ich aber noch auf dem Suchen nach der entsprechenden Mod, wurde mir jedenfalls der Tipp gegeben, dass man eben mit Gülle und hier mit dem Mist, wenn ich das zumindest so richtig verstanden habe, auch dann Saatgut, nee, Dünger herstellen kann. Und da bin ich noch auf der Suche. Da schauen wir mal, ob wir uns das Ganze dann leisten hier für die Map. Und dann, denn wie gesagt, Mist produzieren wir hier jede Menge, unsere Viecher. Und dann können wir das Ganze noch sinnvoll einsetzen. Ich habe es ja schon mal gesagt, hochfahren zur BGA macht eigentlich wenig Sinn, zumindest mit den Schleppern und mit den PS, die wir zurzeit zur Verfügung haben. Deswegen schauen wir hier, dass wir auf jeden Fall das ganze Material hier unterbringen. Oder eben was anderes Sinnvolles damit tun. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das klappt wunderbar. Ja, und an der Stelle, wie gesagt, wenn euch das Ganze hier gefällt, wenn ihr die Map so toll findet wie ich auch, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst hier auf dem Kanal. Das würde mich wirklich sehr unterstützen. Und ansonsten natürlich freue ich mich auch über jeden Kommentar von euch, über jedes Like hier zu diesen Videos. An der Stelle schon mal vielen, vielen Dank an alle Neuabonnenten, die hier den Weg hierher gefunden haben und auch zukünftig hier kein Video mehr verpassen möchten. Dankeschön. So, dann schauen wir mal, wie weit ist denn eigentlich dann unser Drescher. Aber ich glaube, wir können da vorne auf jeden Fall noch schnell fertig werden. Dann haben wir Mist ausgebracht und hier das Feld auf jeden Fall gedüngt. In der letzten Folge haben wir ja schon festgestellt, dass wir eigentlich ja auch das Feld walzen müssten. Aber das funktioniert nicht mehr, nachdem wir eben jetzt schon mal das Gras ausgebracht haben. Haben wir noch eine Ecke? Ich glaube, da können wir noch eine kleine Ecke machen. So.
Okay. Dann bringen wir den Kollegen wieder zur Mistplatte und stellen den dort ab. Und dann schauen wir mal, wie weit unser Deutz ist. Unser Topliner. So. Aber ich muss ehrlich sagen, also hier den Mist auszubringen, das macht mir zurzeit auch ein bisschen Spaß. So, dann schauen wir mal. Okay, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach, da unten fährt er noch ein paar Bahnen. So, dann machen wir hier mal auf, weil dann können wir mit Sicherheit... Oh, er ist ja fast fertig. Dann können wir den hier mit Sicherheit abtanken. So. Na, ups. Eigentlich wollte ich das hier selbst jetzt machen. So, da haben wir noch eine Bahn. Da haben wir noch eine Bahn. Und er ist zu 41% voll. Okay. So, da oben hat es noch ein bisschen was. Dann können wir den hier auf jeden Fall abtanken, bringen das Ganze zum Bauernmarkt. Und dann haben wir auch die drei Aufträge hier schon abgearbeitet. Und das müsste ja ein paar Euro 80 bringen hier für unsere Kasse. Sehr schön. So. Und dann schauen wir mal, weil den Topliner werden wir, glaube ich, nicht mehr zum Hof zurückfahren. Ich denke, den lassen wir erstmal hier oben stehen. Denn spätestens im nächsten Monat, oder wie sieht es da aus, müsste doch eigentlich, wir schauen mal ganz kurz auf die Karte, und zwar das Feld, wo sind wir denn hier? Feld Nummer 18 müsste doch dann hier zum Ernten soweit sein. Ja, ich denke doch mal, was haben wir denn da drauf nochmal? Weizen. Wann ist Weizen dran? Weizen müsste, erst im September, so wie es aussieht. Okay, da haben wir noch ein bisschen Zeit, aber ein Rapsfeld wüsste ich. Haben wir noch ein Rapsfeld irgendwo? Ein Rapsfeld? Nee, das Rapsfeld haben wir ja schon abgeerntet. Nee. Okay, dann ist auf jeden Fall hier die 18 und die 7. Die zwei Felder wären dann als nächstes dran. Und da denke ich, dann lassen wir hier einfach erstmal den Drescher hier oben stehen. Weil dann können wir hier relativ leicht runterfahren. Den müssen wir eigentlich nicht zum Hof bringen. So, dann räumen wir den aber trotzdem erstmal ein bisschen auf. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Wir könnten ihn auch schon mal zuklappen. So, dann haben wir doch tatsächlich hier die drei Aufträge abgearbeitet. Es gäbe, glaube ich, noch zwei weitere Ernteaufträge, aber die sind auf der anderen Seite der Map, wenn ich richtig weiß. Und da fahren wir jetzt nicht hin. Ich glaube, Feld Nummer 10, ganz da oben, man sieht es da. Ganz da oben, da gibt es was. So, irgendwann, glaube ich, in der letzten Folge habe ich mich mal kurz gewundert, warum der Drescher nur 15 km/h fährt. Na, ist klar, nee. Fährt natürlich rückwärts nur 15 km/h. Und ich habe mir gedacht, hä? Weil jetzt, Achtung, wenn wir jetzt rückwärts fahren, steht natürlich 15 unten. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, warum der nur 15 noch fährt. Ja, nee, klar, logisch, rückwärts. Das habt ihr bestimmt auch gemerkt und habt euch wieder gedacht. Klar, logisch hier, der Superfarmer. Kennt nicht mal seine Maschinen. So, okay, das werfen wir ab. Und? Schwupp, sehr gut. Dann werden wir hier mal den schon mal anhängen, aber in Warteposition bringen. Schön wäre natürlich, wenn wir irgendwann noch einen Auftrag hätten für die Zuckerrüben und die Kartoffeln. So, den lassen wir erstmal so weit stehen. Wir schauen doch mal ganz kurz rein. Hier, die 25, das wäre schön. Was haben wir denn sonst noch für Aufträge? Wir haben noch Aufträge Ernte. Ernte abgeschlossen, abgeschlossen. Ernte, das ist eben die 10. Nein, das machen wir nicht. So, dann Klappe zu und Motor an. Der war schon an. Und dann fahren wir jetzt hier lang und bringen das Ganze zum Abschluss dieser Folge zum Bauernmarkt. Und dann schauen wir mal, was wir uns jetzt verdient haben.
Ja, und hier gegen Ende der Folge nochmal kurz der Hinweis, dass wir die Galgenberg spielen. Die Galgenberg 2.0 hier auf der Konsole, und zwar mit der erweiterten Fütterung. Und ich kann euch auf jeden Fall versprechen, die Galgenberg ist eine 5-Sterne-Plus-Map vom guten Yogi. Und ganz, ganz toll. Und da freue ich mich unheimlich drauf und werden das Ganze als Projekt Galgenberg 2.0 Classic spielen. Was eben heißt, wir starten klassisch als neuer Farmer mit dem Standardhof. Es sind ja, glaube ich, 7 Höfe in Summe. Also es ist eigentlich eine wunderschöne Multiplayer-Map. Wir werden es aber im Singleplayer logischerweise spielen. Und spielen natürlich den Haupthof oder den Standardhof, weil da sind viele interessante Produktionen drauf verbaut. Zum Beispiel eine Heutrocknung oder eine Futtermischanlage und andere interessante Geschichten, die wir dann dort eben spielen werden. Und dann haben wir eben auch schon mal die entsprechenden Maschinen. Also Galgenberg 2.0 ist eine hervorragende Map. Kann ich euch nur empfehlen, die selbst auch zu spielen. Wir werden sie spielen. Hauptsächlich im Stream, denn da plane ich jetzt zukünftig, aber bitte nagelt mich nicht fest, ich werde es immer versuchen, dass ich es pünktlich hinkriege. Dienstags und freitags möchte ich unbedingt diese Map dann spielen, so circa im Stream 2 Stündchen. Immer dienstags und freitags um 20.30 Uhr und wir beginnen gleich diesen Freitag, den 15.09. um 20.30 Uhr mit Galgenberg 2.0 Classic hier bei mir auf dem Kanal. So, wir laden jetzt hier das Raps aus. Bingo. Davon werden wir aber dann nicht alles ausladen, sondern ich schaue mal, dass wir davon auch noch ein bisschen was zu unseren Schweinchen bringen. So, 80%. Na, 81% transportiert. Okay, da ist leider nicht mehr viel übrig geblieben. Okay, das ging dann zu schnell. Wir schauen mal. Aber das, glaube ich, unsere Schweinchen sind auch sonst gut ausgestattet. Okay, Basisgetreide, Proteine. Naja, gut, hätten wir noch ein bisschen was gebraucht. Okay, so. Das heißt, wir haben 3 Aufträge abgeschlossen. Und dann schauen wir mal, was wir da jetzt am Schluss bekommen. Einmal Feld 21 abgeschlossen, einmal Feld 22 abgeschlossen und einmal Feld 23 abgeschlossen. Das sind dann nochmal 3, 6, 5, ja fast 6.000 Euro für das Kästchen. Okay, ich bedanke mich an der Stelle recht herzlich bei euch fürs Zusehen wieder hier in dieser wunderschönen Folge Neumini-Brunnen, unsere Alpenmap. Und denkt daran, am Freitag starten wir ein neues Projekt im Livestream Galgenberg 2.0 Classics. Ich sage Dankeschön, hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht und freue mich, wenn ihr am Freitag dann einschaltet. Bis dahin sage ich Tschüss, Ciao, Cheerio, euer Baden-Farmer.